Oh, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir wurden gerade kurzzeitig unterbrochen und hier geht es jetzt auch direkt weiter. Ja, wir haben jetzt den Psychotest zu Ende gemacht. Ich habe, wie gesagt, die Granatenschleuder noch dazu genommen. Ja, er bringt uns jetzt zur Tür, der alte Sack. Aber bevor wir jetzt rausgehen, räumen wir ihn noch die ganze Hütte leer. Weil es ihn scheinbar nicht stört, dass wir ihn rauben. Aber ich muss mal sehen, was ich denn so alles mitnehme, weil alles werde ich nicht mitnehmen, da jetzt. Oh cool, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die 9 mm Maschinenpistole ist kaputt, aber ihre Funktionstüchtigkeit kann vielleicht wiederhergestellt werden. Ja, die reparieren wir dann mal direkt, ne? Und wir haben eine Knarre repariert und wir haben sie auch. Nehmen wir mit. So, dann haben wir hier. Ne, das nehmen wir nicht mit. Oder doch? Hätten wir mitnehmen sollen? Nee. Ein Vorkriegsbuch. Nee. Nee. Hör mir auf mit Büchern. Hör mir auf. Eine Kiste oder eine Truhe. Korken. Hier waren wir schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Erste-Hilfe-Kiste. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Messer. Ach so, diese leer, die Kiste. Wildkürbissamen. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und mal gucken, was der gute Herr in seinem Schlafzimmer hat. Eine Kommode. Mit Patronen. Cool. So, und ein Kühlschrank mit frischem Mais und Scotch. Okay, hier haben wir Putzmittel und Reinigungsmittel. Ein Reinigungsmittelkarton. Tür. Ja, lecker Putz bitte. Ein Pümpel nehmen wir auch mal mit. Kann ja nicht schaden. Wer weiß, auf welche Hindernisse wir stoßen werden im Laufe des Spiels. Und deswegen nehmen wir auch mal einen kräftigen Schluck aus der Toilette. Ja, Fleisch und Bohnen nehmen wir auch mit. So, hier habe ich alles leer. Ne, da noch nicht. Okay, jetzt habe ich hier erstmal alles, was ich haben wollte. Ja, dann gehe ich mal hin Hier, und. das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Sie hätten mein Zeug nicht durchsuchen sollen. Und was mache ich jetzt? Ja, was mache ich denn jetzt? Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Hardcore-Modus, ja, grob gesagt, das lese ich jetzt nicht vor, da habe ich keine Lust zu. Hardcore-Modus machen wir nicht. Durch den Hardcore-Modus wird alles nur noch unnötig schwerer, wie zum Beispiel die Stimpaks. Wenn ich einen einnehme, kriege ich halt nicht sofort mein ganzes Leben wieder, sondern erst schrittweise und so weiter und so fort. Munition haben Gewicht und so weiter und das ist alles unnötiger Stress, den ich hier nicht haben will.
Ah, ja, rote Schilde. Rote Schilde sind rot. Und wir sind draußen. Ach, herrlich. Vogel. Ja, bevor wir jetzt hier uns wild auf diese komische Blechbüchse stürzen. Kleidung, Kleidung aus ganz verschiedenen Ausrüstungsarten. Ja, das ist der Zustand. Okay. Leicht, Mittel, schwer. Ja. Reparieren, schließen. Wir haben eine Laserpistole, wir haben eine 9 mm Pistole und eine 9 mm Maschinenpistole. Ja, wir nehmen erstmal die Laserpistole. Ich lege die mal auf die 1. Und die dann. Wie ging das denn hier? Ach, Mensch. So geht meine 2 nicht. Jetzt habe ich noch mal 2 liegen. Ja, dann nehmen wir die 3 und hier die 4. So. Kleidung habe ich dies an. Hilfsmittel habe ich auch. Toll. Ja, komm. Projektion ist toll. Toll, schön und gut. Und sehen wir nicht klasse aus? Oh mein Gott. Ja. So. Gut. Achso. So, dann komm mal her, Viktor. Howdy, Partner. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Weißt du, wer diese Männer waren, die mich angegriffen haben? Was hat dich denn nach God Springs verschlagen? Uff, danke, dass du mich ausgegraben Keine hast. Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah einige fiese Kerle, also Entschuldigung. hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. Weißt du, wer diese Männer waren, die mich angegriffen haben? Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Was hat dich denn nach Godsprings verschlagen? Ich bin vor 10, 15 Jahren in die Stadt gekommen. Davor kann mich irgendwie nicht erinnern. Seltsam. Naja, ist eine friedliche Stadt und wohl auch ein guter Ort, um sich niederzulassen. Ja, finde ich auch. Ja, so einen Roboter wie dich habe ich noch nie Ich bin ein gesehen. Securitron, Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie Cool. mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Viktor ausrichten. Uff, auf Wiedersehen. Gute Reise! Auf nie mal Wiedersehen, du alter Blecheimer. Dreckshöhle. Ja, wir gehen in den Saloon und gehen rein und sprechen den Penner hier erstmal Howdy. an. Was kann Easy Pete für Sie tun? Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Ja, warum nennt man sie denn so? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ, weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist: Take it easy. Take it easy. Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Ja, kann ich mit leben. Wie? Ach, bäh. Sie waren ein Prospektor. Haben Sie da noch Gold und Silber ausgegraben? Na, na, man stöbert den alten Gebäuden rum, nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich Oh. klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder.
Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Uff, ja gut, dann machen... Immer schön die Wumme einstecken, wenn sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Okay, Schulhausviecher merken wir uns. So, das sollten jetzt eigentlich nur ein paar erste Probeaufnahmen werden. Ich mache jetzt hier Schluss, damit das perfekt mit der Aufnahmenlänge hinkommt. Ja, und außerdem habe ich auch irgendwie total einen Frosch im Hals und ich nerve einfach nur, dass ich ständige Geräusche und Gehuste. Das, nee, ich mache morgen hier an dieser Stelle weiter. Also bis dahin, viel Spaß mit den Videos und tschö.